Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ja, ich stehe hier die ganze Zeit ein bisschen auf dem Schlauch und kann mit niemandem so wirklich reden. Also ich denke, wir müssen tatsächlich, tatsächlich Riley finden, um weiterzukommen. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, wo. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Okay. Nichts schreit so laut Haven wie dieses Ding da. Ja. Also, ich. Ja. Hab mir überlegt, wäre jetzt falsch ausgedrückt, aber ich würde jetzt gerne systematisch mal alles abgehen. Ich meine, irgendwo muss unser. Ja, Zielobjekt unserer Person der Begierde sozusagen ja sein. Hier kommen wir nicht weiter. Das könnte unser gefiederter Freund sein. Ach da. Ich frage mich, ob das der Vogel ist, nach dem die Frau sucht. Vielleicht sollte ich meiner Freundin mit dem Fernglas Bescheid sagen. Ah, okay. Das war jetzt überhaupt nicht meine Absicht, den Vogel zu finden, aber das ist ja cool. Wo ist die denn jetzt hier? Oh, da ist ein riesiger Vogel bei der Mauer. Im Ernst? Das ist vielleicht mein Bussard. Danke. Ja, gerne. Das löst unser Problem noch nicht. Schon gut. Das löst unser Problem zwar noch nicht, aber... Wir haben ein anderes gelöst. Also beziehungsweise, naja, ein Problem in dem Sinne ist es ja nicht. Wer jetzt auch die anderen Sachen ja alle lösen können, ich weiß es nicht. Flugblatt, hier können wir ja nicht rein, ne? Nee. Buchhandel dürfen wir nicht. Hier, das war die Sache mit dem Wandbild. Kumpel, Kumpeline. Kann man denn hier noch irgendetwas? Wandbild... Man hier irgendwo hin. Einfach, aber effektiv. Hier ist auch alles zugestellt. Ja. Oh. Riley! Oh mein Gott. Hey, Riley. Alex. Hey. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Glaubst du, er hätte Gabes Anruf ignoriert? Ich meine, meinst du, er würde so etwas tun? Ich will das wirklich nicht glauben, aber... Sorry. Ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Okay. Bist du sicher? Manchmal hilft das Reden dabei, die Gedanken ein wenig zu ordnen. Ich bin noch nicht so weit. Na ja, okay. Lass uns über was anderes reden. Vielleicht ist sie danach so weit. Du und Eleanor steht euch nahe, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist echt lieb. Sie ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso.
Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Ja, ist ja beides irgendwie richtig. Schön, dass er für dich da war. Er war ein wirklich guter Mensch, Alex. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Ich will Riley nicht bedrängen, aber ich muss mehr über Mac wissen. Wie bringe ich sie dazu, sich zu öffnen? Das weiß ich nicht. Allerdings habe ich gesehen, dass hier noch irgendwas war. Ein Tor. Kann ich da hinten noch was machen? Das Schlafplatz? Schlafplatz. Achso, da können wir auch mal eben gucken. Selbst nach allem, was mir passiert ist, musste ich nie auf der Straße leben. Ich hoffe, wem auch immer das gehört, geht's gut. Ja, okay. Was ist das denn hier? Was ist denn das da hinten? Das sieht mir aus wie ein Tor. Shit. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich das Tor öffnen kann. Ja, toll. Gerade noch gesehen. Greifspielzeug, okay. Okay. Ich bin schon für weniger eingebrochen. Das irgendwie weiter. Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Okay. Aber. Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Aber. Das bringt uns jetzt nicht weiter, ne? Warum konnten wir das jetzt machen? Danke, dass wir kurz reden konnten. Danke, dass du mich lässt. Okay. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Hä? Pfotenabdruck? Das war aber eben nicht. Moment. Hä? Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund darauf, von mir gestreichelt zu werden. Ja. Wie komme ich dann dahin? Aber die Pfotenabdrücke, die gehen nach da hinten. Das muss doch jetzt irgendwas damit zu tun haben, dass wir jetzt hier eingebrochen sind. Müssen wir doch auch irgendwas machen können. Seite. Oh, Scheiße.
So, Entschuldigung, aber genau in diesem Moment musste natürlich jetzt die Tür klingeln. Irgendwie habe ich immer, ja, das Problem, dass ich abgelenkt werde und danach gar nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Ach so, genau, ich hatte hinten das aufgebrochen. Ja, aber hier vorne komme ich zum Beispiel nicht rein, ne? Ich weiß nicht. Ob das jetzt irgendwie eine Finte ist oder was? Oder ob ich jetzt zu Riley noch... Naja, also hier steht immer noch mit Riley über Max Angst reden. Habe ich aber doch eigentlich schon. Tja. Weiß ich, was für dich tun kann. Ja, du könntest was für mich tun. Du könntest mit mir sprechen. Den war wohl nicht danach, die Miene zu malen. Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Danke, dass wir kurz reden konnten. Ja, aber so richtig gesprochen haben wir jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, das reicht vermutlich nicht. Hatten wir den schon? Ja, ne? Ah ja, ja, den hatten wir schon. Hört sich an wie so ein Preisboxer oder so. Ja, keine Ahnung. Ich versuch's jetzt nochmal, ob ich mit ihm irgendwas machen kann hier. Oder... Ja, aber den Hund kriegen wir auch nicht. Wir sind hier fertig. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Ja, irgendwie hilft uns das nicht wirklich weiter. Ehrlich gesagt stehe ich jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch. Wir haben nichts, was uns jetzt irgendwie in der Sache... Ich meine, was soll das mit dem Rad da hinten? Es ist ja ganz toll, dass man da jetzt Spuren hat, aber... Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund darauf, von mir gestreichelt zu werden. Ja, aber da komme ich ja nicht hin. Das ist das Problem. Ich den irgendwie da durch die Tür oder so? Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Ja. Ich glaube, die guckt sich jetzt den Vogel an. Tja. Aber das bringt mich alles nicht weiter. Oder kann ich hier irgendwas... Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Nein, ne? Willst du über Mac reden? Ja, verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst,
dass er was Schlimmes getan hat. Riley, danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Bis bald, ja? Ja. Wann immer du magst. Das Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihm Angst zu machen. Okay. Also ich vermute mal, dass sie ihm Angst machen will, damit er halt starke Gefühle hat und sie ihn dann lesen kann. Boah, Junge, Junge, war das jetzt kompliziert? Aber ich meine, ich hätte sie schon mal gelesen. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Nee, soweit ich weiß nicht. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Es ist nicht... Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Okay. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ja, das habe ich schon verstanden. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Aber ehrlich gesagt mag ich diese Musik nicht. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich habe doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Mich auf der Trauerfeier angesehen haben. Die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Nee, er hat ja... Ja gut, Fehler gemacht. Er hat viele Fehler gemacht. Aber, so wie ich es verstanden habe, hat er ja versucht... die davon zu überzeugen, dass eben noch Leute draußen sind, dass sie das Ganze nicht machen dürfen. Und
dementsprechend gehe ich mal stark davon aus, dass Typhoon jetzt Druck ausübt. Also, dass das damit gemeint ist. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Naja, schuldig. Wenn er das vertuschen will, dann ist er schuldig, ja. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Ja. Also, das wäre jetzt Blödsinn, darüber nachzudenken. Hallo, bleibst du mal links? Okay. Mac, komm schon. Du musst dich beruhigen, okay? Atme, Mann. Atme ruhig weiter. Ich weiß, wie es ist, wenn dir keiner glaubt. Wenn alle nur das Schlimmste von dir denken. Aber die Wahrheit kommt raus. Ich sorge dafür. Aber Typhon... Wenn Typhon hinter dir her ist, müssen sie erst an mir vorbei, okay? Danke. Ich fühle mich ein wenig besser. Naja, man lernt ein paar Dinge, wenn man ständig zu Seelenklempnern gehen muss. Also, was machen wir jetzt? Bleib in Haven. Ich decke die Wahrheit auf. Ja. Können wir reden? Wo bist du?